Albuquerque, die größte Stadt in New Mexico. Total durchgeknallt hier. Ich will herausfinden, mit welchen Methoden die Bolaños zu einer der am schnellsten wachsenden Gefängnisgangs der Welt geworden sind. Je mehr wir sind, umso schwerer wird's für die anderen. Ich lerne die Neulinge auf der Straße kennen. Wir sind scheiß Gangster, benimm dich. Und diejenigen, die im Knast von den Bolaños rekrutiert werden. Ich spreche mit Hustler, einem der Chefs von TCK, den größten Rivalen der Bolaños. Ich will wissen, wie sie sich behaupten. Du hast schon mit 13 Leute umgebracht? Irgendwann kommt die Zeit. Wer sind die Anführer der Bolaños und wie arbeiten sie? Die Padilla-Gang spielt ebenfalls eine wichtige Rolle in Albuquerque. Jeff Padilla, ihr Boss, hat noch nie vor einer Kamera geredet. Dein Vater war der Pate. Du bist wie Michael Corleone. Hör ich nicht gern. Welche Chance hat die Polizei im Kampf gegen die Gangs? Wenn du die siehst, machst du dich vom Acker. Ich bin Lou Ferranti. Ich hatte selbst eine Gang in der New Yorker Mafia. Für die Gambino-Familie habe ich Millionen gemacht. Dann bin ich für 8,5 Jahre eingefahren. Im Gefängnis habe ich gelernt, dass sich Verbrechen nicht auszahlen. Ich habe es aufgegeben. Heute schreibe ich über Gangs. Mit meinem Wissen will ich die gefährlichsten Banden der Welt verstehen. New Mexico in den USA. Allein in Albuquerque gibt es mehr als 250 Gangs. Im Gefängnis wechseln die meisten Mitglieder zu den Bolaños. Die Gang verfügt über keine klare Führungsstruktur. Es wird schwer werden, an die Leute heranzukommen, die das Sagen haben. Noch dazu ist Gefängnisgewalt ein gravierendes Problem in diesem Bundesstaat. Prisoners took over the institution in the early hours of Saturday, taking guards as hostages and going on a rampage of torture and execution of other prisoners. 33 Insassen wurden während der Gefängnisrevolte von 1980 getötet. Schlechte Haftbedingungen lösten den Aufstand aus und die Häftlinge machten Jagd auf vermeintliche Verräter in den eigenen Reihen. Ich habe eine Drehgenehmigung für die Haftanstalt Guadalupe erhalten. Auch dort regieren die Bolaños. Die Anstalt ist mit dicken Stacheldrahtrollen gesichert. Vor ein paar Tagen habe ich die Zusage bekommen. Seitdem hat es einige Zwischenfälle gegeben. Ich weiß nicht, ob ich wirklich rein darf. Louis Ferrante? Bin drin. Im Moment gilt hier eine Null-Toleranz-Politik. Wer nicht spurt, wird sofort zusammengeschlagen. So ist das hier. Die Stimmung ist ziemlich explosiv. Im Knast sind in den meisten Fällen Drogen der Grund für gewalttätige Auseinandersetzungen. Mitglieder unterschiedlicher Gangs versammeln sich hier unter dem Banner der Bolaños. Dennoch halten sie ihrer alten Truppe die Treue. Aus dem ganzen Geschrei kann man raushören, aus welcher Gang einer stammt. Das ist wie eine schräge Gangstermusik. Ich will wissen, wer in dieser geheimnisvollen Knastgang das Sagen hat. Hi, how are you? Hello. Lou's father. Dwayne Sunstill. Nice to meet you, Dwayne. Dwayne leitet eine Sonderabteilung, die für die Sicherheit in diesem Gefängnis verantwortlich ist. Zu den Aufgaben dieser Einheit gehört die regelmäßige Durchsuchung der Zellen. Die schauen sich alles genau an. Weswegen sitzen die Jungs? Mord, Drogenhandel, Drogenbesitz. Schon was gefunden? Nicht? Wir bleiben dran. Der Fernseher hat ein durchsichtiges Gehäuse, damit man nichts drin verstecken kann. Bei der Fernbedienung ist es genauso. Die Jungs sollen wissen, dass sie keine Rasierklinge oder Drogen verstecken können. Der Spiegel ist nicht aus Glas, sondern aus Plastik. Den kann keiner zerbrechen, um jemanden mit den Splittern die Kehle durchzuschneiden.
Reicht gerade zum Rasieren. Als ich im Knast war, haben wir alles ins Klo gespült, wenn eine Durchsuchung anstand. Die beobachten uns. Sie schieben ihre Spiegel unter der Tür durch. Wir sehen sie noch gar nicht, aber die haben uns schon im Blick. Die wissen Bescheid. Zeig mir deine Tattoos. Wie alle Gangmitglieder erkennt man auch die Burkenos an ihren Tätowierungen. Duke City ist der Spitzname von Albuquerque, 505 die Ortsvorwahl der Stadt. Auch die Skyline oder das Logo des Basketballteams lassen sich die Mitglieder stechen. Duane muss ständig auf dem Laufenden bleiben. Was steht da? Auf Englisch? Stehe auf eigenen Füßen. Stirb wie ein Mann, nicht wie ein Feigling. Was bedeutet P? Padillas. Die Padillas sind gewalttätige Drogendealer. Von dieser Gang habe ich schon häufiger gehört. Burke, ist das eine Familie, ein Club, eine Gang oder sowas? Sagst du es mir? Ist das ein Gangzeichen? Was bedeutet das? Gangname und L.A., Los Angeles. Wo man herkommt. Reden wir? Mit Handzeichen zeigen die Gangmitglieder, woher sie kommen. Mit solchen Gesten sind sie ziemlich auskunftsfreudig, aber mit mir reden will keiner. Keiner will was sagen. Wenn man sie fragt, ob das ihr Gangzeichen ist, ist sofort Schluss. Das sind ganz bestimmt die Regeln, an die sie sich halten. Ich muss mein Glück in einem anderen Gefängnis versuchen und anders vorgehen. Ich bin mit einem Häftling im Gefängnis von Las Cruces verabredet. Es liegt an der Grenze zu Mexiko. Dieser Typ befindet sich in Sicherheitsgewahrsam, weil er nichts mit den Burkenos zu tun haben will. Er wird so streng bewacht, dass ich durch diesen ganzen Zirkus hier durch muss, um ihn zu treffen. Angeblich tun sie so, als wäre er krank und bringen ihn in die Krankenstation, nur um mich zu treffen. Viel Heimlichtuerei, keiner weiß was. Stimmt. Niemand zwingt dich, Mitglied der Mafia zu werden. Aber der Häftling, den ich treffe, fürchtet um sein Leben, weil er nichts mit den Burkenos zu tun haben will. Soweit ich weiß, ist er kein Verräter. Weiß er überhaupt, dass er mich hier treffen wird? Wir versuchen es geheim zu halten. Die anderen Insassen sollen nichts davon wissen. Zum ersten Mal spricht dieser Häftling über seine Erfahrungen mit den Burkenos. Zu seinem Schutz und zu dem seiner Familie will er anonym bleiben. Okay, cool. Thanks for coming. Kommst du aus der Zelle? Wissen die anderen was davon? Sie finden's raus. Denken sie, du bist beim Arzt? Genau. Fragen sie dich aus? Klar, diese Leute sind hinter mir her. Und wenn sie mich kriegen, bin ich fällig. Das ist kein Witz. Ich weiß nicht, ob ihr sowas kennt. Ich schon, wenn... Du warst doch selbst im Knast. Sicher. Dieser Häftling wird rund um die Uhr bewacht und fürchtet sich trotzdem vor den Burkenos. Am Anfang hieß es, komm, du kriegst, was du brauchst. Klamotten, Essen, was du willst. Dann fingen sie an, mir zu sagen, was ich machen soll. Irgendeinem Penner wegen Drogen verkloppen. Ich hab gesagt, ich mach's nicht. Das gefiel ihnen nicht. Ich sollte beweisen, dass ich dazugehöre, sonst gibt's Stress. Solche Sachen. Haben sie dich nicht sofort angegriffen? Doch, natürlich. Die Burkenos kennen keine Gnade. Wer nicht mitmacht, stirbt. Zum Glück habe ich mich einliefern lassen. So kann man das wohl nennen. Aber dafür hassen sie mich jetzt. Für die bin ich ein Verräter. Aber du hast doch niemanden verraten, niemanden ins Gefängnis gebracht. Du machst einfach nur, was du für richtig hältst. Für die Burkenos ist offenbar klar, Manpower bedeutet Macht. Wer sich ihren Anwerbungsversuchen widersetzt, muss mit dem Schlimmsten rechnen. Danke fürs Gespräch. Deswegen wächst die Gang so schnell.
Ich hoffe, der Junge kriegt keinen Ärger mit diesen Typen. Er hat nämlich niemanden verraten oder in den Knast gebracht. Und er schadet der Gang nicht. Er will einfach nur in Ruhe gelassen werden. Ciao, das war's. Der Typ hat meinen Respekt. Ich weiß jetzt, wie die Bolkenios ihre Mitglieder rekrutieren. Mehr aber auch nicht. Was es mit dieser Gang auf sich hat, finde ich vielleicht über ihre Körperkunst heraus. Jedes Mitglied ist tätowiert und Bilder bedeuten etwas. Die Zeichen, Symbole und Zahlen beziehen sich auf die Gang, zu der einer gehört. Ich bin mit einem Tätowierer verabredet. Der Typ hat Gangster im Knast und außerhalb gestochen. Mit dem muss ich mich unterhalten. Rich war Mitglied der Bolkenios, als er im Knast saß. Jetzt verdient er sein Geld mit ehrlicher Arbeit. Auf deinem Nacken steht NM für New Mexico und ein B in der Mitte. Das steht für Bolkenios. New Mexico, Bolkenios. Ist die Gang deine Familie? Im Gefängnis ja. Die haben für mich gesorgt. Wenn es Ärger gibt, sind die für dich da und unterstützen dich. So läuft das. Wie funktioniert das? Man wird eingebuchtet und sagt sich, hey, ich werde ein Bolkenio? Im Knast hat jeder seine Rolle. Und Drogen sind wichtig. Wer die meisten Drogen hat, ist der Chef. Aber gleichzeitig sind alle hinter dir her. Wenn die Bolkenios so schnell wachsen, operieren sie dann irgendwann auch auf der Straße? Könnte sein, wenn genug draußen sind. Aber sie sind eine Gefängnisgang. Es kommen immer welche frei. Warum sollten die sich nicht sagen, wir sind die Bolkenios, ziehen wir was durch? Wäre keine Überraschung, wenn es passiert. Wenn sie schon den Knast kontrollieren, warum nicht irgendwann auch die Straßen? Ich frage mich, wie sie das anstellen müssten. Angenommen, ich wollte hier einen auf dicker Macker machen. Ich fahre also mit meinem großen Cadillac vor und sage, ich habe was vor in New Mexico. Ein Kofferraum voller Drogen wäre ein Anfang. Mit Drogen bin ich der Chef. Genau. Ich muss nur einen Wagen mieten. Das wird schwierig, ein Auto mieten. Die Drogenkartelle überfluten die USA mit billigem Heroin. New Mexico ist ein wichtiger Umschlagplatz. Albuquerque, New Mexico. Da unten, wo die Lichter sind, machen 250 Gangs jede Nacht die Straßen unsicher. Es geht immer nur um eins: Drogen. Dope. Die Innenstadt. Jede Straßenecke scheint von Gangs beherrscht. Rollers Only ist ein internationaler Automobilclub. Der hiesige Ableger steht im Verdacht, mit Drogen zu handeln. Ihr habt eine Taschenlampe? Ich will eure Tattoos sehen. Familienbande. Ist das deine Familie? Sicher, das sind meine Brüder. Eine AK. So läuft das bei uns, total durchgeknallt. Hier sind die Nuevos zu Hause. Wir machen hier, was wir wollen, ist mir scheißegal. So sind wir halt. Viele sagen, wir sind dies nicht, wir sind das nicht. Aber wir sind scheiß Gangster, benimm dich. Hast du das auf Band? Interessanter Automobilclub. AK-Sturmgewehre und fröhliches Kokettieren mit Gesetzesverstößen. Wow. Hey, what's up, fellas? My name's Lou. Ein paar Meter weiter hängen diese Jungs rum, gut beobachtet von der Polizei. Es gibt ein paar große Gangs, die nur die Leute kennen, die drin sind. Wer sind die? Ich gehöre zu Westside, von da hinten, die Straße rauf. Der Kollege hier ist von den Padillas. Diese Gangs sind miteinander verfeindet. Ihr gehört zu rivalisierenden Gangs. Jeden Moment könnte einer von euch eine Waffe ziehen und den anderen umbringen. Warum sucht ihr euch keine anderen Freunde?
Wir waren im Knast, dann ist es ganz anders. Im Knast halten alle Mitglieder aller Gangs der Stadt zusammen. Team up. Hast du Burkenios Zeichen? Ich gehöre dazu, habe aber keine Tattoos. Was diese beiden rivalisierenden Gangmitglieder vereint, ist die gemeinsame Knastzeit als Burkenios. Die Gang spielt also auch auf der Straße eine Rolle. Es gibt hier auch noch TCK, die hassen wir. Die würdest du töten? Sofort. Wenn einer vorbeifährt und TC sagt, erschieße ich ihn sofort und der Typ auf der anderen Straßenseite auch. Jeder würde die abknallen. TCK mischt wohl zu erfolgreich im Drogengeschäft mit. Warum sollten diese Jungs sonst Jagd auf deren Mitglieder machen? Ein paar Blocks entfernt ist ein Mann erschossen worden. Ich sag's nicht, worum es ging. Nur so viel, der Typ ist gerade erschossen worden. Da sind wir. Auf dem Parkplatz. Mal sehen, ob die Cops was sagen. Es muss genau gegenüber passiert sein. Es war eine Auseinandersetzung zwischen den Bloods und den Crips. Die gibt's in New Mexico? Da sind Einschusslöcher. AK-47, keine Frage. Und ein AK? Erstaunlich, dass der Beamte meinte, es wäre was zwischen Bloods und Crips gewesen. Diese Gangs stammen ursprünglich aus Los Angeles. Offenbar gibt es zwei weitere Banden, die New Mexico unsicher machen. Hier ist ein Einschussloch. Hier. Und noch eins hier. Noch eins. Und das nächste dann plötzlich hier oben. Wer auch immer mit der AK geschossen hat, es war eine Salve. Den Kugeln kannst du nicht entkommen. Du bist tot. Hier gibt's keinen Schutz. Du stehst vor der Wand, die ballern mit einer AK-47 die Wand entlang. Das überlebst du nicht. Keine Chance. Und hier sieht man, was für eine Wucht die Kugeln haben. Das ist eine Betonwand. Überleg mal, was so eine Kugel mit deinem Schädel macht, wenn die so ein Stück aus der Wand reißt. Fast an jeder Straßenecke stoße ich in dieser Nacht auf Mitglieder einer anderen Gang. Aber die, die eingebuchtet werden, vereinen sich unter dem Banner der Burkenios. Die Typen, die ich gestern kennengelernt habe, waren nicht gut auf eine Gang namens TCK zu sprechen. Auf deren Konto geht ein Großteil der Morde in Albuquerque. Einer der Gründe, warum sie so einen schlechten Ruf hat. Ich will sie treffen. Ich bin kein Verräter und kein Bulle. Wenn du eine Frage nicht beantworten willst, lässt du's. Ich nehme Kontakt mit einem hochrangigen Mitglied namens Hustler auf. Er will aber nicht reden. Klar, verstehe ich. Sicher. Gut, wie lange? Okay. Alright, brother, bye. Back and forth. Hin und her, den ganzen Tag. Wer bist du? Woher weiß ich, dass du kein Bulle bist? Ich lass dich überprüfen. Ich sag meinen Leuten, sie sollen dich überprüfen. Hin und her. Ich werd irre. Aber ich glaube, es klappt. Mal sehen. In den letzten 8 Jahren hat TCK einen blutigen Bandenkrieg in Albuquerque geführt. Allein in den letzten Monaten gab es 10 Morde. Wo geht's hin? Okay. Diese Leute sind kaltblütige Mörder, die die Öffentlichkeit scheuen. Hustler hat einem Treffen schließlich doch noch zugestimmt. TCK steht für Thugs Causing Chaos. Die anderen hassen uns alle. Wie viele seid ihr? Vielleicht 500. Und ihr habt eigene Regeln? Ja. Ungeschriebene Gesetze. Kannst du mir welche nennen? Rede nicht, verrate niemanden. Manche Informationen gibt man nicht weiter. Und wenn doch? Gibt's Schläge. Oder? Oder schlimmer. Gibt's einen, der Befehle erteilt, oder macht das jeder einfach so? Sag ich nicht. Darfst du es nicht?
Hast du eine Mordanklage? Nein. Keine Anklage. Aber Mord. Keine Antwort? Da sage ich auch nichts. Seit wann trägst du Waffen? Seit ich 11 bin. Mit 11? Und das erste Mal geschossen? Auch mit 11. Und auf einen Menschen? 2 Jahre später. Mit 13 hast du auf jemanden geschossen? Wenn du mit 13 das erste Mal auf jemanden geschossen hast, ist das seitdem doch wieder vorgekommen? Manchmal geht's nicht anders. Wenn's die Situation verlangt. Ich knall nicht einfach Leute ab. Worum ging's bei den Morden? Irgendein Scheiß. Nämlich? Drogen. Habt ihr Kontakte nach Mexiko? Kein Kommentar. Manches sage ich nicht. Verstanden. Welche Drogen spielen hier eine Rolle? Heroin. Gibt's überall. Heroin bekommt man überall in Albuquerque und die Bolaños machen sich auf den Straßen der Stadt breit. Der Bandenkrieg scheint vorprogrammiert. Gangs, Kalaschnikows, Mörder und Drogen. Ich suche Sergeant Lerner. Ist die Polizei auf solche Auseinandersetzungen vorbereitet? Es gibt eine Sondereinheit für Bandenkriminalität. In einer Seitenstraße lerne ich einige Beamte kennen. 95% der Leute, mit denen wir es zu tun haben, sind gesetzestreue Bürger. Die Gangmitglieder wollen uns dagegen schaden, aber wir sind ausgerüstet, um uns zu wehren. Ich wäre an deren Stelle vorsichtig. Das ist die Idee dahinter. Was richtet die an? Ziemlich viel Schaden. Die hält sie auf, genau wie die Flinte. Die habt ihr auch? Kann ich? Fieses Ding. Kaliber 12? Wenn du die siehst, machst du dich vom Acker. Darf ich fahren? Sei froh, dass du vorne sitzt. Ich begleite Sergeant Lerner auf einer Patrouillenfahrt. Ich möchte wissen, was er von der Ganggewalt in New Mexico hält. 10-4. Wieso gibt's hier so viele Gangs? In diesem Staat sind die Gesetze gegen Gangs lax. Aber in angrenzenden Staaten ist das anders. Es gibt Leute, die kommen aus Kalifornien und sagen mir, ich habe 2 Verurteilungen. Bei der dritten kriege ich lebenslänglich. Außerdem kommen über die mexikanische Grenze viele Drogen. Und Drogen sind die große Sache. Einmal Drogen, immer Drogen, verstehst du? Darum geht's also. Drogen, Geld. Wer Geld hat, hat Macht. Er hat Burkenio-Tattoos. Duke City. Seine Gefängnistätowierung. Die Uhr. Und das? Unglaublich, bei jedem Einsatz hier auf den Straßen von Albuquerque treffen wir auf Leute mit Gang-Tattoos. Das sind alles Gangmitglieder. Ich fasse es nicht. Sergeant Lerner muss auf dem Laufenden bleiben, welche Gangs gerade auf dem aufsteigenden Ast sind. Fast jeder Einsatz hat mit Bandenkriminalität zu tun. Und in jüngster Zeit waren häufig die Bolaños beteiligt. Der sieht wie ein Bolaño aus. Die Polizisten haben einen verdächtigen Wagen angehalten. Die Passagiere tragen typische Gangkleidung. Er gehört zu meiner Einheit und prüft, ob das ein Bolaño ist. Sie haben ein Gang-Tattoo. Und auf dem Rücken? Nur das. Wollen Sie sehen? Nein. Die beiden scheinen sauber zu sein. Doch als die Kameras aus sind, hier geblieben, versuchen sie abzuhauen. Habe ich gehen gesagt?
Ihr wolltet fliehen. Sie sind losgefahren, ohne dass ich es gesagt habe. Die Gefängnisgang der Volcanoes versucht offenbar auch auf der Straße Fuß zu fassen. Lerner und seine Einheit sind bis an die Zähne bewaffnet. Aber reicht das, um der Gefahr entgegenzutreten? Sie können passieren. Ich bin zurück im Gefängnis von Las Cruces. Ich will an die Anführer rankommen. Nach einigem Hin und Her habe ich wenigstens ein echtes Mitglied der Volcanoes gefunden, das bereit ist zu reden. Er sitzt in einem Hochsicherheitstrakt. Eine Hölle, die ich nur zu gut kenne. Da war ich auch drin. Hinter dieser Tür liegt der Spielplatz des Teufels. Man merkt sofort, dass es ein Hochsicherheitstrakt ist, wegen der Größe. Sehr kompakt, man überblickt alles. Es gibt nur 16 Zellen und maximal 8 Häftlinge dürfen gemeinsam raus. Wer was vorhat, fliegt auf. Wie? Durch den Wärter da. Und der ist auf Ärger vorbereitet. Es gibt nur 2 Telefone für 16 Leute. Hier stehen 3 Namen. Ich weiß aus meiner Zeit, dass man 20 Minuten telefonieren darf. Für gewöhnlich sind die Telefone nach 10 Uhr tot. Diese 3 Leute hier besetzten die Telefone zwischen 9 und 10. Um die Zeit will man seiner Familie gute Nacht sagen oder wen auch immer auf der Straße erreichen. Die 3 Jungs belegen die Telefone nach 9. Und der letzte hat es bis um 10. Er ist sicher der Obermacker der Gruppe und heißt nicht umsonst Gangster. Hier im Aufenthaltsbereich steht immer ein Tisch mit Stühlen. Diesen Tisch kann man nicht verrücken, die Stühle auch nicht, um sie jemanden über den Schädel zu ziehen. Tisch und Stühle sind festgeschraubt. Das ist ein klares Zeichen, dass man sich in einem Hochsicherheitstrakt befindet. Woanders sind die nicht festgeschraubt, nur hier. In einem normalen Gefängnis ist der 2. Stock meist viel höher als hier. Manchmal gibt es auch 3 Stockwerke. Theoretisch kann dich einer über das Geländer werfen. Aber in einem Hochsicherheitstrakt bauen sie die Stockwerke so, viel niedriger. Wenn dich da einer runterstößt, fällst du nicht besonders tief und überlebst es. Deswegen sind die so niedrig. Keine Ahnung, welcher Architekt das geplant hat, aber das war bestimmt der Grund dafür. Die meinen es ernst. In diesem Knast ist es auffällig leise. Auch daran erkennt man, dass hier die schwersten Jungs zu Hause sind. Die haben es nicht mehr nötig, Krawall zu schlagen. Trotzdem sollte man diese Burschen nicht unterschätzen. Mit einem wie Ricky ist nicht zu spaßen. Rick. Hey, Luke. Ricky. Good, good. How's it going? All right, you? Good. Draußen war er Mitglied der Southside Locos. Im Knast hat er sich wie die anderen den Volcanoes angeschlossen. In jeder Gang gibt es einen, der die Scheiße erledigt, der sich um die Drogengeschäfte und so kümmert. Ist das meist der brutalste von allen? Das würde mich interessieren. Das ist meist ein Veteran, der schon lange die Arbeit erledigt. Was heißt Arbeit? Was halt ansteht. Kümmert ihr euch aktiv um Nachwuchs? Mit jeder neuen Ladung aus Albuquerque kommt frisches Fleisch rein. Das bedeutet Macht. Je mehr wir sind, umso schwerer wird es für die anderen. Loyalität ist das Wichtigste. Die sticht alles aus. Damals habe ich nie Fragen gestellt. Wie kam es zu dem Wandel? Der Weckruf war für mich der Tod meines Großvaters. Er war wie ein Vater für dich. Er hat mich großgezogen. Als ich klein war, hat mein Vater meine Mutter umgebracht. Er hat sie getötet. Aber als mein Großvater starb, bin ich zusammengebrochen. Ich habe viel Scheiße gebaut. Könntest du in New Mexico sauber bleiben? Schwer zu sagen. Würden das deine alten Kumpels akzeptieren? Sieht mir nicht danach aus. Die Gang verlassen? Niemals! Ob du es glaubst oder nicht, in der Mafia ist das heute möglich, solange du niemanden verrätst. Ich habe das durchgemacht.
Ich habe niemanden verraten. Ich habe gesagt, wenn ich rauskomme, war's das. Man hat keine Freunde mehr, nur noch Feinde auf der Straße. Wie willst du das anstellen? Vor den Pennern habe ich keine Angst. Hast du Familie? Ja, ich habe Leute, die mich unterstützen. Echte Familie? Ich habe das durchgemacht. Meine Mutter ist in meinen Armen gestorben. Seitdem widme ich alles, was ich tue, ihrem Andenken. Ich hoffe, du machst das mit deinem Opa genauso. Der Typ ist hart drauf und einer von denen, die raus wollen, die genug haben von der Gang. Aber ich weiß nicht, all diese Narben auf seiner Haut und die Narben in seinem Herzen gehen noch tiefer. Von der Haut verschwinden sie nicht und aus dem Herzen sicher auch nicht. Die Volcanoes beherrschen die Gefängnisse und wollen die Kontrolle über die Straße gewinnen. Aber wer kontrolliert eigentlich die Volcanoes? Das FBI hat noch immer mit der gefürchteten Los Padillas-Gang zu tun. Bundesbeamte und lokale Polizeikräfte versuchen, das kriminelle Netzwerk zu zerstören. Die wichtigsten Mitglieder der Padilla-Familie sitzen wegen Drogenhandels ein. Jeffrey Padilla wurde wegen zweier Morde zu 14 Jahren Gefängnis verurteilt. Seine Strafe läuft demnächst ab. Agent Chavez? Yes. Hey, Lou Ferrante, how are you? Bei der amerikanischen Drogenvollzugsbehörde DEA will ich mehr über den Clan erfahren. Seit mehr als 20 Jahren gehört die Padilla-Familie zu den bedeutendsten Akteuren im Drogenhandel. Sie handeln jedes Jahr mit mehreren Tonnen Marihuana, mit jeder Menge Kokain und mit sehr viel Heroin. Zu den wichtigsten Familienmitgliedern zählen Jerry Junior und Jerry Senior, die wegen Heroinhandel im Gefängnis sitzen. Jeff wurde wegen Mordes verurteilt und sitzt derzeit im Gefängnis Las Cruces ein paar hundert Meilen von hier ein. Bei seiner Geschichte und Erfahrung kann ich mir gut vorstellen, dass die Volcanoes sich an ihm orientieren. Er kennt sich einfach am besten aus. Sagt er, wo es lang geht? Ich bin mir sicher, dass das so ist. Er hat Führungsqualitäten und kann so eine Position einnehmen. Auch im Gefängnis. Das ist der Mann, den ich gesucht habe. Er sitzt in Las Cruces ein. Ich will Jeff Padilla treffen. Er ist wahrscheinlich der nächste Pate der Padilla-Familie. Und die sind keine kleinen Fische. Die gehören nicht in die Liga der neuen aufstrebenden Gangs in New Mexico. Das ist ein alter Verein, wie die Mafia. Dwayne Santis Fan von der Aufklärungseinheit begleitet mich zum Treffen. Da sind wir. Wenn Häftlinge jemanden verfolgen, führen sie etwas im Schilde. Warte, wir lassen die Herren vorbei. Wenn ich weitergehe, kommt ihr dann hinterher? Nicht? Gut. Da am Zaun, das sind Volcanoes. Die bauen sich da auf. Wie verabredet. Die zeigen Präsenz. Wie ist der hier angesehen? Es heißt, er gehört zu denen, die sich die Hände nicht schmutzig machen. Er ist ein bekannter Anführer, einer der stärksten und ältesten Gangs in Albuquerque. Die Jungs von Los Padillas haben auch bei den Volcanoes das Sagen. Ist das so? Obwohl er nicht dazugehört. Aber sie machen, was er sagt. Was ist drauf, Mann? Ich weiß aus Erfahrung, dass die wichtigen Leute einer Gang die Öffentlichkeit scheuen. Jeff hat noch nie vor einer Kamera gesprochen. Mein erster Name ist der meines Vaters, der zweite der meines Großvaters. Ist was Italienisches. Was hat's mit den ganzen Jays in der Padilla-Familie auf sich? Wir sind nach unserem Vater benannt. Jerry Lawrence Padilla, Jeffrey, Larry, alle meine Brüder und Schwestern. JL, alle. Bei unseren Kindern ist es das Gleiche. Alles JLP. Ich wollte es anders machen und wollte meine Tochter Alexis nennen.
Ich hab's erst geschnallt, als ich auf einem Familientreffen war. Mein Bruder meinte, das kannst du nicht machen. Das gebietet einfach der Respekt für die Familie und meinen Bruder. Für das Interview musste ich auch um Erlaubnis fragen. Für ihn war es in Ordnung. Er weiß, dass ich der Familie nicht schaden und niemanden schlecht machen werde. Dass ich mich nicht wichtig machen werde und nur sage, was ich denke. Auf den Straßen von Albuquerque und in den Zellen von Las Cruces habe ich nach einem echten Boss gesucht. Ich glaube, ich habe ihn gefunden. Muchas gracias, bro. Thank you. You're done, step in, step out. Viel Reis. Jeff Padilla wirkt umgänglich und hat Manieren. Aber er bleibt ein zweifacher Mörder. Warum sitzt du? Sie haben mir zwei Morde angehängt. Zwei Tote. Deswegen bin ich hier. Deine Familie kommt mir vor wie ein New Yorker Mafia-Clan. Es gibt den Paten, deinen Vater. Der ist wie Marlon Brando in Der Pate. Und du bist Michael Corleone. Hör ich nicht so gern. In der Zeitung kann man lesen, dass ihr sogar Politiker in der Tasche habt. Sowas nenne ich Macht. Stimmt das? Kein Kommentar. Von deinem Vater sagt man, dass er der Boss der Familie ist. Das ist dieses Gerede. Das ist nicht meine Meinung. Ich habe das von anderen Leuten. Was sagst du dazu? Unsere Familie hat einen Namen im Südwesten. Ich beantworte solche Fragen nicht. Ich will nicht, dass sie in diese Ecke gerückt wird. Ich sitze hier meine Zeit ab. Das ist meine Sache. Und ich bleibe dem treu, was man mir beigebracht hat, und bewahre so meine Integrität. Was hat man dir beigebracht? Am Ende bist du hier gelandet. Als ich 5, 6 Jahre alt war und Radfahren gelernt habe, da hat man mir auch beigebracht, dass ich meinen Mund zu halten habe, wenn ich mal in eine Situation komme, in der man mir Fragen stellt und ich jemanden verpfeifen soll. Das haben mir meine Mutter und mein Vater eingeschärft. Ich und meine Brüder, wir haben gelernt, den Mund zu halten. Verstehe. Du sitzt deine Zeit ab, verpfeifst niemanden und redest auch jetzt keinen Scheiß. Das finde ich absolut in Ordnung. Alles, was man über dich lesen kann, ist irgendwie auch hier drin bekannt. Hier drin genießt du Respekt. Jeder sagt, du bist der Mann. Ist Jeff Padilla eine Nummer? Absolut. Hat er das Sagen? Keine Frage. Hören die anderen Gangs, zum Beispiel die Burquenos, auf ihn? Aber sowas von. Wie erklärst du dir das? Ich sehe das nicht so. Weil du ein netter Kerl bist? Nicht so. Akzeptier das. Ich sag nichts. Die Frage gefällt mir nicht. Wenig Worte, aber eine klare Ansage. Nach dem Essen wird er noch deutlicher. Wozu soll ein Interview gut sein, darüber, wer ich bin, ohne zu erzählen, wer ich geworden bin? So geht's nur darum, wer ich war, und das wird meiner Person nicht gerecht. Ich habe ehrlich gesagt keine Lust dabei, mitzumachen. Ich bin eine respektable Persönlichkeit. Und nur wenn ich das erklären kann, wird auch meine Familie angemessen porträtiert. Fühlst du dich über den Tisch gezogen? Nein, ich meine nur, dass es sehr wichtig ist, das zu erklären. Sag's einfach. Ich bin Chef eines Unternehmens im Südwesten. Established in the Southwest. I own Politica. Mir gehört Politica Records Net. Die Firma kümmert sich um die Probleme der Menschen in New Mexico.
Als ich mein Leben geändert habe, gab es eine Menge Dinge, die ich mir eingestehen musste, obwohl ich es nicht wollte. Du weißt schon, da kann man nichts machen. Es ist, wie es ist. Wer sich verändern will, muss die Sachen an sich ranlassen. Natürlich bin ich nicht du, aber wenn du dich ändern willst, habe ich einen Rat für dich. Vielleicht solltest du ein paar Dinge akzeptieren. Zum Beispiel, dass es ein Drogenproblem gibt. Dagegen muss man was tun. Dafür kann ich meine Macht einsetzen, anstatt es schlimmer zu machen. Ich habe mir damals gesagt, Scheiße, die Leute tun mir leid, die ich terrorisiert habe. Ich habe Leuten eine Knarre in den Mund gehalten. Ich habe auf sie geschossen. Das war falsch. Ich will damit aufhören und mich ändern und habe es getan. Sowas erwarte ich von dir. Ich hab's getan. Wenn du sowas sagst, glaube ich dir. Wenn du sagst, Scheiße, die beiden Typen, die ich erledigt habe, tun mir leid. Oder ihre Familien. Vielleicht waren sie ja hinter dir her, du oder sie. Aber ihre Mütter tun mir leid, wenn sie nachts um ihre Söhne weinen. Wenn du sowas sagst, dann hast du dich geändert. Jeff hält sich lieber an sein Schweigegelübde. Langsam verstehe ich, warum die Behörden die Führungsstruktur der Bracanios nicht durchdringen können. Die Bracanios wachsen schnell. Sie haben mehr Mitglieder als rivalisierende Gangs und werden von erfahrenen Leuten geführt. Hallo. Hey, hey, how's it going? I could do that. Perfect. Will do. Ricky, das Ex-Mitglied, ist auf Bewährung rausgekommen. Er will mich treffen. Hey, what's up, Ricky? How's it going? Endlich ohne Ketten. Er macht einen zufriedenen Eindruck und lebt bei seiner Großmutter. Wie in Italien. Der Engel streckt seinen Arsch raus. Zuletzt habe ich Ricky in Las Cruces gesehen. Die Gang und die Drogen sollen für ihn Vergangenheit sein. Den ersten Tag in Freiheit vergesse ich nie. Ich konnte nicht schlafen, so aufgeregt war ich. Es war so unwirklich. Hast du deine alten Kumpels getroffen? Ein paar sind mir über den Weg gelaufen. Einer meinte, hier ist meine Nummer, wenn du was brauchst. Oder ruf mich einfach an. Ich habe gesagt, alles klar, und so getan, als würde ich seine Nummer speichern. Ein Dealer? Genau. Die schicken dir gleich den Teufel auf den Hals. Wie schwer wird es, die Finger von Drogen zu lassen? Sehr schwer. Ich werde alles dafür geben. Gang oder Familie? Familie natürlich. Ich könnte auch ganz leicht ein paar Leute anrufen und alle hier betrügen. Genau. Wir haben ihn nie aufgegeben und wussten, er kommt wieder. Hier ist er zu Hause. Er wird sich benehmen oder ich bringe ihn eigenhändig um. Klopf mir auf die Schulter, wenn du schon da bist. Ich tue dir weh. Ich bin stärker, als du denkst. Danke fürs Kommen. Viel Glück. Ein Mitglied haben die Bracanios vielleicht verloren. Doch allein im vergangenen Jahr hat sich ihre Zahl verdoppelt. Ich fürchte, diese Gefängnisgang wird sich schon bald auf den Straßen breit machen und andere große amerikanische Gangs bekämpfen.